Willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr aktuell Münzen machen könnt, Freunde. Zudem schauen wir uns an, was gekommen ist. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Gerne Abo da lassen, wenn ihr neu hier seid. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ab geht's! Freunde, starten wir rein. Heute Abend werden wir natürlich auch wieder auf Twitch streamen. Kommt da gerne vorbei, Freunde, wer Bock hat. Werden wieder 81 plus Packs ballern. Werden hier für den Bruno Fernandes noch ein paar Aufgaben machen. Und mal schauen, was wir noch so machen, Freunde. Fangen hier erstmal an mit den Verkäufen hier wieder. UV-Verkäufe seht ihr, 18 weggegangen. Zeige ich euch kurz im Schnelldurchlauf. Und dann gehen wir auf die SBCs ein. Am Ende werde ich euch noch ein paar Sniping-Filter zeigen, die aktuell wieder sehr, sehr gut funktionieren, Freunde. Also wie gesagt, ihr seht, das läuft unfassbar gut hier mit dem überteuert Verkaufen. Falls ihr das verpasst habt, das letzte Video habe ich das komplett erklärt, Freunde. Welche Spieler ich für wie viel immer kaufe. Ihr seht das hier, für wie viel die weg sind. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne anschauen, wie viel diese Spieler kosten. Ich habe pro Karte mindestens 5000 immer Gewinn gemacht. Bei manchen Karten auch mehr. Ich glaube, bei so einem Haaland habe ich fast 20.000 oder so gemacht. Habe ich für 60 ungefähr geholt. Klar, 4.000, 5.000 Gebühr, aber dann sind das 15.000 Gewinn. Trotzdem, das ist echt stabil. Ihr seht ja, das ist ein Ellie weg, ein Kainz weg. Kainz und Karpas sind ja die, die bei mir am meisten weggehen. Auf der zweiten Seite seht ihr auch 4 Karpas verkauft. Hier, wie gesagt, kostet ungefähr 19.000 oder so. Geht immer so zwischen 24.000 und 27.000 weg. Chilwell auch dreimal weggegangen, habe ich gar nicht so oft gehabt, aber ist mittlerweile sehr, sehr oft weg. Hier Kapa und Renato Sanchez hatte ich, wollte ich eigentlich den Shapeshifter kaufen, für 17.000 kam der rein, ging auch für 10.000 mehr weg. Also hier gute Deals gemacht, Freunde. Machen wir die weg, ist natürlich noch einiges drauf, wie man sieht. Ja, ich werde mir das hier natürlich später nochmal anschauen, welche Spieler ich hier verkauft habe, weil ich die natürlich nochmal nachkaufen werde für die Liste. Ihr seht, wir haben auch noch ein Pack, haben aber was doppelt, das heißt, ich kann das noch nicht jetzt öffnen, das Pack, wenn wir heute Abend, wie gesagt, im Stream öffnen. Schauen wir uns mal an, was kam, und es kam wieder sowas wie bei Mainz gegen Leverkusen, kam jetzt hier Man City gegen Liverpool, die spielen am Wochenende gegeneinander, und das ist wieder dasselbe Prinzip, gewinnt City, bekommt dieser Foden hier eine 95, gewinnt Liverpool, bekommt Fabinho eine 95, und der Fabinho sieht mit der 92er Karte schon unfassbar krass aus. Deswegen hoffe ich natürlich eher, dass Liverpool gewinnt, weil die Karte sieht schon deutlich stabiler aus, muss man sagen. Schauen wir uns erstmal an, was sie hier verlangen. 83er und 84er Rating bei Foden, völlig in Ordnung. Fabinho, denke ich, wird ein bisschen teurer sein. Okay, kostet genauso viel, das geht auf jeden Fall klar. Also Fabinho würde ich euch auf jeden Fall empfehlen mitzunehmen, ich nehme wahrscheinlich eh beide mit. Schauen wir uns mal an, wie gut die spielbar sind, Freunde. Hochmittel 4-4 ist in Ordnung bei Foden, kann man auf jeden Fall mit leben mit den Arbeitsraten und mit den 4 Sternen, 4 Sterne. Ist auf jeden Fall stabil. Schauen wir uns mal die Attribute an, sehen wir hier, Tempo ist in Ordnung, Schuss, ja, Volley ist nicht so stark. Passspiel gut, Dribbling sehr, sehr gut, Defensive, alles wahrscheinlich eher so der 10er, und dafür wäre mir persönlich zu langsam und zu wenig Abschluss, weil 89 Abschluss zur jetzigen Zeit nicht mehr so krass ist leider, 99 Ausdauer, wahrscheinlich eher so ein Spaßspieler, ja, ne, falls City gewinnt, Liverpool ist halt schon Meister, deswegen unwahrscheinlich, dass City gewinnt, wäre das auch nicht. Ja, jetzt gehen wir mal zu der Karte, die natürlich die Mehrheit interessieren wird. Der gute Fabinho, ja. Und jetzt schauen wir hier mittelhoch, 1,88 m, 3 Sterne, 3 Sterne. Die Karte sieht jetzt schon richtig brachial aus, so von den Werten. Gucken wir uns mal die Ingame-Werte an. Tempo sehr gut für einen 6er. Schuss ist sogar sehr, sehr stabil. Das heißt, wenn ihr mit dem vor der Hütte seid, könnt ihr auch hier was reinmachen. Passspiel ist auch sehr, sehr gut. Dribbling sehr gut. Beweglichkeit und Balance halt. Grenzwertig 77 beides. Wenn er natürlich das gewinnt, geht das noch ein bisschen hoch. Dann wird das so knapp über 80 sein beides. Aber das geht schon klar, wie ich finde. Defensivwerte sehr, sehr stark. Also wenn der das Upgrade bekommt, wird bei der Defensive alles bei 99 gefühlt sein. Außer Kopfball, und das ist egal. Physis auch sehr, sehr stark. Wir sehen hier auch eine 98er Ausdauer, 90er Stärke und 95er Aggressivität. Also die Karte muss man sich mitnehmen, Freunde. Freunde, gerade wenn ihr euch noch Firmino gemacht habt, die beiden haben ja einen Perfect Link, dann müsst ihr das sowieso machen. Oder wenn ihr nur Premier League Team spielt, würde ich schon empfehlen, den
Fabinho mitzunehmen. Sonst ist hier, glaube ich, nichts gekommen. Hab noch nicht komplett durchgeschaut, Freunde. Ich glaube, sonst ist nichts gekommen heute. Aber das ist auf jeden Fall nice. Wie gesagt, die Packs sind ja da, die werden wir heute Abend noch ein bisschen ballern. Den Rückblickspieler werden wir auch machen. Falls ihr das gemacht habt, schreibt schon mal gerne rein, wen ihr da gezogen habt, Freunde. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch ein paar Filter, wie ihr aktuell noch ein paar Münzen machen könnt. Gehen wir auf den Transfermarkt. So, Freunde, der erste Filter ist Verteidiger Gold Spanien. Jeder Gold Spanier geht ungefähr so für 700. Was macht ihr? Ihr kauft die für maximal 500, 550. Ihr könnt natürlich auch bieten. Ihr könnt natürlich aber auch snipen. Da kommen wirklich fast sekündlich welche drauf. Ihr seht, 500 könnt ihr die bieten. Relativ easy, muss man sagen. Wie gesagt, ihr seht, das kommt hier relativ viel drauf. Ich bin jetzt ein bisschen zu langsam. Gucken wir, dass wir hier ein paar bekommen. Also ihr seht wirklich, die kommen hier wirklich in Sekundentakt drauf, Freunde. Ich bekomme die jetzt hier leider nicht. Hier ist 350. Ihr müsst schnell sein. Also wer hier schnell ist, der kann hier ordentlich Münzen machen. Wir bieten mal ein paar. Ihr seht, die Leute snipen da ohne Ende auf diese Karten. Man braucht die unbedingt aktuell für die SBCs, deswegen sind die aktuell ein bisschen teurer, 400. Aber ihr seht, bieten wahrscheinlich besser, Freunde. Also hier dann wahrscheinlich eher, würde ich euch bieten empfehlen. Bieten wir mal ein paar und dann hoffen wir mal, dass ich ein paar bekomme. Schauen wir einfach mal, Freunde. Sollte wahrscheinlich klappen, dass man die eher erbietet, weil ihr seht das hier, wie gesagt, die sind hier sofort weg. Wenn wirklich sauschnell im Snipen ist, kann das natürlich versuchen. Okay, einen haben wir jetzt hier bekommen. Ihr seht auch, der kostet auch fast 1k, den wir hier haben. Das ist natürlich gut. Ihr seht hier, okay, noch einen bekommen. Ist, glaube ich, jetzt nicht der beste, aber ihr könnt die 700 ist für den schlechtesten, Freunde. Ich würde euch generell empfehlen, gehen für 800 mindestens reinzustellen. Jetzt haben wir den Bug, dass hier nur der doppelte Pizzi angezeigt wird. Können auch mal schauen, was wir hier, ja, ihr seht, für 450 kriegt ihr die auch erboten. Die Karten hier nicht beachten, Freunde. Die habe ich noch so erboten für die Liste, natürlich für die UV-Liste. Und dann stellt ihr die ganz easy so für 1k ungefähr rein, Freunde. Macht ihr so 500 pro Karte, was in Ordnung ist, wie gesagt. Könnt ihr machen, wenn ihr nicht so viel Budget habt, weil ich werde damit meine Liste halt nicht auffüllen, weil, ja, ihr wisst, ich habe sehr viele Münzen und ich mache da lieber UV und das ist deutlich leichter für mich, weil ich mache halt pro Karte 4.000, 5.000, was natürlich besser ist. Ihr macht hier aber halt natürlich pro Karte 4.000, 500, was optimal ist. Wenn ihr wenig Münzen habt, wenn ihr nur so 50k habt, ein bisschen traden wollt, ist das auf jeden Fall eine nice Methode, wie ich finde. Also da macht ihr gar nichts verkehrt. Wie gesagt, erst ist auch, glaube ich, schon direkt wieder weg. Für 900 hätte man auch teurer reinstellen können. Aber ich schaue nicht jeden nach. Wenn ihr nachschauen wollt, könnt ihr natürlich noch mal ein paar Münzen mehr machen. Das ist auch klar. Ihr sagt 500, ihr seht das. Da kommen so auf welche rein. Natürlich müsst ihr Glück haben, die bekommen. Das ist ganz klar, Freunde. Aber ich würde sagen, wir gehen zu der nächsten Liga. Und das ist die Bundesliga. So, Freunde, und das ist hier die Bundesliga mit 700. Kriegt ihr hier auch für jeden. Außer für diesen Jürgensen. Den dürft ihr nicht kaufen. Den Rest kriegt ihr eigentlich für 700 immer weg. Ich würde euch auch empfehlen, schaut, dass ihr eher Innenverteidiger macht. Also eher Innenverteidiger. Hier nicht alle Verteidiger wie in der spanischen Liga, sondern hier macht ihr Innenverteidiger. Könnt wirklich jeden mitnehmen, außer den von Düsseldorf. Und dann geht ihr auf so 500 maximal. Subotic ist jetzt auch nicht der beste, weil den könnt ihr auch für 400 erbieten. Geht auch immer für so 700, 800 weg. Der ist jetzt zum Beispiel gut von Augsburg. Der ist Deutscher. Ihr seht, für den werdet ihr safe euren 1000er bekommen, wenn ihr den anbietet. Ich werde den jetzt ein bisschen billiger reinmachen, dass er natürlich ein bisschen schneller weggeht. Werde den nur für 800 reinstellen, dass er schnell sich beim ersten Mal verkauft, dass ich den Platz direkt wieder habe, Freunde. Ihr seht, hier direkt drei Verkäufer am Start. Ihr seht, hier die Spanier sind direkt weg. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr nice, sehr, sehr leicht. Wie gesagt, das kann wirklich jeder machen, Freunde. Der ein paar Münzen aktuell braucht, macht ihr nichts verkehrt. Das ist wirklich easy. Schauen wir mal noch Subotic, wenn wir bekommen. Ja, ihr seht, das ist völlig easy. Das könnt ihr wirklich machen, Freunde. Gehen wir mal noch in die Serie A. Da geht das auch mit den Verteidiger. Verteidiger stehen aktuell wegen den ganzen SBCs sehr, sehr hoch. Okay, die Serie A ist nicht ganz so teuer. Kann man natürlich auch hier wieder schauen, ob Italiener teurer sind. Okay, Italiener hier sind sehr, sehr teuer wieder. Wie bei den Spaniern müsst ihr hier auf Italien gehen. Gucken wir mal 700. Ja, kriegt ihr für so 700 jeden weg eigentlich. Was macht ihr? Ihr holt hier wieder jeden für 500. Könnt natürlich auch bieten, Freunde. Oder wie gesagt, snipen. Gucken wir mal, dass einer kommt. Also ich glaube, bei Spanien kommen da deutlich mehr, weil bis jetzt hier kommt gar nichts, muss man sagen. Freunde, ich habe das natürlich ein bisschen getestet. Vorhin kamen da ein paar Karten, jetzt kommt da anscheinend gar nichts. Gucken wir mal. Machen wir noch ein bisschen und dann bieten wir mal noch eine Runde. Wie gesagt, wenn ihr da bieten wollt, Freunde, ist ganz leicht.
stellt ihr hier maximal 500 ein, bietet auch maximal 500, ihr könnt auf jeden 450 einfach bieten, macht ihr gar nichts verkehrt und dann geht ihr die Seiten durch, bietet jede Karte, wie gesagt, Snipefilter habt ihr ja auch gesehen, so 500, 550 maximal auf jeden snipen. Ja, ihr könnt natürlich auch hier schauen, es gibt manchmal auch hier Silberverteidiger, die sehr teuer sind. Gucken wir mal generell Verteidiger. Okay, ihr seht hier, müsst ihr nicht mal Bronze, Silber oder so einstellen, weil jeder Italiener hier teuer ist. 600, okay, selbst den könnt ihr mitnehmen für 850 verkaufen, weil auf den wird 800 geboten, das seht ihr ja. Und der ist gut hier. Für 550 nehmen wir den mit. Der geht für seinen 700-800 weg. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr diese kauft, stellt die ruhig noch teurer rein. Stellt die so für 800-900 rein. Die werden sich verkaufen, hundertprozentig. Die nehmen wir auch beide mit, wenn wir beide bekommen. Schade, den nicht bekommen, aber ist ja gar nicht schlimm, wie gesagt, Freunde. Okay, jetzt kommen hier ein paar rein. Aber wie gesagt, für 600 würde ich die nicht mitnehmen. 550. Ihr könnt das natürlich so einstellen und dann so easy die mitnehmen hinten. Ihr seht das. Jetzt kommen auch bei den Italienern nochmal Ladungen rein. Hat mich schon gewundert, weil da eben gar nichts kam für 5,50. Und jetzt, okay, der ist, spielt bei AS Rom, der kostet 1k oder so. Oder 1,2 sogar. Den könnt ihr immer mitnehmen. Und De Chilio auch sehr, sehr teuer, 2k sogar. Spielt bei Juve, könnt ihr natürlich blind mitnehmen, sowas. Haben wir leider nicht bekommen, aber ich denke, ist gar kein Problem, Freunde. Wir haben sehr viele Karten hier bekommen. Gucken wir mal, wer jetzt noch reinkam. Nehmen wir den Silberhaini mal mit. Bei Silberspieler könnt ihr immer sofort zuschlagen. Und ihr seht, ist 1k ungefähr wert. Haben wir hier auch nochmal 500 Münzen gemacht, was in Ordnung ist. Ist jetzt nicht die Welt. Aber wie gesagt, wenn ihr das immer und immer wieder macht und immer wieder 400-500 Münzen macht, da kommt einiges zusammen, Freunde. Ich denke, das wäre es gewesen. Hier seht ihr nochmal 2 Karten bekommen. Ja, okay, Zabacosta ist eine Karte, die wahrscheinlich für Ligen-SBCs oder so gebraucht wird. Deswegen den wahrscheinlich kann man nicht erbieten. Aber die beiden nochmal hier bekommen, was in Ordnung ist, Freunde. Ich hoffe, es hat euch mit dem Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, so schreibt das rein. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was rein. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.